Vielleicht beginnen wir erst 1933 in Oelsnitz im Erzgebirge geboren, doch in seiner Kindheit. Seine Mutter Martha ist Kettlerin. Einmal in der Woche holt sie mit dem Handwagen aus der Strumpffabrik im über 10 Kilometer entfernten Oberlungwitz vorgefertigte Strümpfe. Oft nimmt sie den Jungen auf dem langen Weg mit. Zu Hause näht sie auf der Kettelmaschine am Fenster die Nähte. Aber Rainer Kunz erinnert sich auch, wie sie beide auf der Halde eher als kleiner Junge Kohle lesen. Vater Ernst ist mit dessen Vater schon Bergmann in der Steinkohle. Und auch an den Großvater hat Rainer Kunz prägende Erinnerungen aus frühen Kindertagen. Er darf manchmal dabei sein, wenn Großvater in den Hungerjahren für den Bauern Kühe auf der Weide hütet. Da kommt es schon mal vor, dass das Kind barfuß in einem frischen Kuhfladen steht und sich freut, wie er die Füße wärmt. Oder er schaut dem Großvater beim Stöckelroden zu. Einmal, als der Großvater im Tausch gegen etwas Essbares beim Bauern Brennholz hackt, spielt das Kind auf dem Heuboden und findet ein Hühnerei. Was für ein Fund! Mit größter Freude läuft es zum Großvater, der nimmt das Ei wortlos und bringt es der Bäuerin ins Haus. Als er zurückkommt, sagt er, mir sei ehrliche Leid. Dieser Satz, sagt Rainer Kunze, habe sich tief in ihn eingegraben. Vom Großvater habe er die Ehrlichkeit und durch den Vater habe er die Güte schätzen gelernt und die Größe, die im Schweigen liegen kann.